Ja, rote Waris sind im natürlichen Lebensraum Madagaskar sehr bedroht. Es liegt hauptsächlich an der Abholzung des Regenwaldes. Es gibt nur noch ungefähr 5% auf dieser Insel. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir in Zoos diese Tiere züchten. Bei uns klappt das sehr gut. Wir haben hier eine Gruppe von 4 Tieren. Das sind 2 Männchen und 2 Weibchen, wobei eins der Weibchen von letztem Jahr das Jungtier ist und das jetzt noch nicht zur Paarung bereit ist. Allerdings das andere Weibchen sich auch wieder fortpflanzen wird und so haben wir regelmäßig Nachwuchs bei uns. Der natürliche Lebensraum ist, wie gesagt, der Regenwald auf Madagaskar und da gibt es gewisse Anpassungen der Tiere dran. Das Fell ist sehr wasserabweisend, es ist sehr dicht. Und auch die Lautäußerung, die man von diesen Tieren hört, dient der Verständigung im Regenwald, da sie nicht besonders gut sichtbar sind und so ihre Wir dann wirklich weithin markieren können. Das sind mit die lautesten Tiere, die wir hier im Zoo haben. Das sollte man nicht meinen, obwohl es so kleine Eichhörnchen-ähnliche Tiere sind. Aber als Lemuren sind sie wirklich, haben sie ein sehr lautstarkes Organ und das dient dann der Kommunikation mit den anderen Familien. Ja, die roten Waris, namensgebend ist natürlich dieses rote Fell, wobei, wenn man die Unterseite des Bauches sieht, die ist ganz schwarz und das nutzen die Tiere dann auch, um sich hier schön in die Sonne zu legen und dann wirklich das zu genießen, dass sie sich richtig aufheizen können. Komm mit! Darüber. Bei uns gibt es jetzt wieder mal eine Zwischenmahlzeit. Die geben wir denen mehrmals am Tag. Die kriegen insgesamt 3 bis 4 Mal am Tag Futter. Und das ist hauptsächlich eine Mischung aus Obst und Gemüse. Wobei wir morgens darauf achten, dass es mehr Gemüse ist, weil der Hunger über Nacht dann größer ist und die Tiere dann auch das gesunde Gemüse essen. Und ansonsten wäre es so, dass sie sich das ganze Obst erstmal einverleiben und auch die Tiere können überzuckern. Und sie sind da ein bisschen wie kleine Kinder. Wenn dann das süße Obst da ist, dann wird das natürlich auch lieber gefressen. In der Natur sieht das Futter ähnlich aus. Natürlich können wir hier nicht genau die gleichen Früchte anbieten wie die auf Madagaskar. Was wir zum Beispiel noch machen, ist so ein bisschen tierisches Eiweiß mal anbieten. Das heißt auch mal ein gekochtes Ei. In der Natur würden sie Nester plündern, wenn sie sie finden. Bei uns gibt es die dann halt mal so als Service. Und ansonsten muss man natürlich darauf achten, dass das Futter einigermaßen ausgewogen ist. Zwischendurch gibt es auch noch mal Laub, aber hauptsächlich Obst und Gemüse, das kommt immer am besten an. Ja, auf unserer Anlage hier mit den roten Waris ist das Besondere, dass die Tiere den Kontakt zu den Menschen suchen können und andersrum die Menschen auch zu den Tieren. Wobei wir den Tieren immer die Rückzugsmöglichkeiten geben, sprich wir haben auch abgetrennte Bereiche und große Bäume, auf die die Tiere sich zurückziehen können. Aber an sich sind die Tiere sehr zutraulich. Und wenn es die Tiere zulassen, dann dürfen die Leute auch die roten Waris mal streicheln. Das ist in der Regel kein Problem, das mögen sie sogar recht gerne. Und wenn wir dann füttern, sprich die Tierpfleger, dann geben wir den Besuchern auch gerne mal ein paar Weintrauben oder ähnliches in die Hand, damit man so ein Erlebnis mal auch live miterleben kann. Nur selber füttern, also selber irgendwas mitbringen oder so, das ist dann hier nicht erlaubt. Dafür haben wir aber auch extra Personal, was dann drauf aufpasst.